Schweizerischer Landessender Beromünster. Der Mittwoch ist immer unser Radio Beromünster Hörspieltag. Sie hören jeweils Produktionen von Wetz und Rolli Huber. Geschätzte Damen und Herren, herzlich willkommen zum Hörspiel von Rolli Huber und Wetz. Es ist so, dass morgen der große Tag ist. Morgen ist der 11.11. Überall beginnt die Fasnacht, in Köln, überall in der Schweiz auch, in Basel. In Basel nicht, in Zürich sicher und so weiter. Überall beginnt die Fasnacht am 11.11. Das hat irgendwie mit dem Datum zu tun, da kann man sich nachlesen. Im Wikipedia gibt es da Erklärungen dazu. Aber was uns interessiert, das ist, es findet in Zürich tatsächlich die ganze Bauer nicht statt. Ist das möglich, dass jetzt wir da klein beigeben, diesen Tierschützern? Es ist doch nicht möglich, die neue Stadtrat, der ja unglaublich stark ist, eine Frauenmehrheit, die sollten doch das durchbringen, dass die Gans wieder abgehauen wird in Zürsee. Dazu sehen Sie einen kurzen Film, wie das überhaupt passieren konnte. Auf dem Rathausplatz Zürsee. Zuschauer aus der ganzen Region sind da. Im Mittelpunkt bambelt die Gans. Blind tastet sich die sogenannte Schläger nach dem toten Tier. Jeder hat einen Versuch, mit seinem stumpfen Säbel den Hals der Gans durchzutrennen. Der mittelalterliche Brauch ist definitiv nichts für zart beseitete Gemüter. Ich kenne es nicht anders. Wenn man jetzt irgendwo von Basel her oder so kommt, muss ich sagen, ja gut, das ist schon ein bisschen makaber. Es hat Tradition. Tradition soll man leben. Das gehört dazu, ist vielleicht gerade in der heutigen, modernen Zeit wichtig. Ich bin als Kind so in die Schule und da hat es dazu gehört, dass man am Nachmittag frei hat. Und da ist man auch ganz abholt, also seit kleines Kind. Also ich muss ehrlich zugeben, ich bin schon sehr ein Tierli-Freund. Es ist eine Tradition, es sind zwei Gänse. Ja, ich finde es, ja, naja. Der Bund hat ganz abhauen als schützenswerte Tradition anerkannt, weil sie ist mehr als nur das Enthaupten von einem toten Tier. Ein richtiges Volksfest mit einem grossen Rahmenprogramm drumherum. In der Pause zwischen den Schlägen zum Beispiel, da kommen die ganz kleinen Zuschauer auf ihre Kosten. Trotzdem, die Kritik am Anlass ist gross. Die Stadt Zürsee kommt jedes Jahr dutzende Beschwerden über. Es sei primitiv und widerlich, heisst es, und gehöre sofort abgeschafft. Wenn es jemand stört, muss er oder sie das sicher nicht schauen. Es ist auch, ich kenne Menschen in Zürsee, die das nicht sehen wollen. Die kommen jetzt auch nicht in die Nähe, aber andere wollen es sehen. Und das gibt eigentlich auch eine Debatte. Und ich finde die Debatte mindestens so wertvoll wie die Frage, ja, wer darf jetzt die Gans mitnehmen, wer darf sie essen? Eine Debatte über die Würde des Tieres, das begrüßt auch der ehemalige Tieranwalt Antoine Götschel. Auch wenn das Brauchtum rein rechtlich erlaubt ist, setzt er aus tierethischer Sicht ein grosses Fragezeichen. Es gehört nicht ins Jahr 2020 und fortfolgend. Ich finde es nicht zeitgemäß. Früher, als eine Gesellschaft viel landwirtschaftlicher war, okay. Man ist jetzt mehr städtisch unterwegs. Es gibt das metaphysische Grusel, die Würde der Kreatur in der Verfassung. Ich finde es eigentlich überdenkenswert jetzt noch. Was raten Sie der Stadt Zürsee? Die Luzerner sind bekannt für Humor. Der Emil kommt aus Luzern, für einen Schalk. Und ich fände es sehr reizvoll, wenn die Verantwortlichen von Zürsee Alternativen suchen würden. Unter Einbezug von der Bevölkerung, von den Begeisterten, von dem. Ja, die Künstler sind ja gar nicht im Atelier, Rolli, hast du. Weil die sind da draußen. Sie haben gesagt, sie seien schon bereits in der Altstadt. Ja, da gehen wir mal Richtung Rathaus. Die werden wohl in der Nähe, wo früher das Ganze gebaut war, etwas aufstellen. Ja, so ist es. Eine wunderbare Alternative hat Stadt Zürsee gefunden. Da gibt es einen Künstler, der seit vielen Jahren mit Gänsen arbeitet. Elias Zürcher, ein Traummann. Elias, hast du einen Auftrag bekommen von der Stadt Zürsee? Hast du einen Auftrag bekommen von der Stadt Zürsee? Ah, ihr seid hier. Ja, wir sind gleich an der Montage beim Rathaus. Ja, wir haben
einen Auftrag bekommen. Dass, die Stadt ist auf mich zugekommen, weil eben diese ganz abhaut abgesagt wurde. Also es wurde da ja, das vehement abgesagt. Und du hast doch einen Partner gefunden, Sven, ein wunderbarer Street-Art-Künstler, genau, der dir noch mithilft. Genau, Sven, genau. Was machst du denn hier bei Ich bin ein militanter Veganer. Wir sind hier um ganz bald ist abgesagt. Also haben wir gedacht, wir nehmen ein paar Motorsägen mit und sagen hier die Köpfe ab von der Installation von uns. Nein, die behalten wir natürlich, aber die Militanten, ja. Aber kriegt ihr auch ein bisschen Geld für das, weil sonst sind 4000 Zuschauer hier, die Zunft profitiert immer. Ich hoffe, dass ihr beiden Künstler mit genialen Sachen auch was habt davon. Genau, das ist eben jetzt der Haken. Wir haben den Auftrag bekommen, also eben die Stadt ist auf uns zugekommen, dann habe ich die Idee gehabt mit dem Gänsefestival, Sven ins Boot mit eingespannt, wir haben zusammen vor 2 Jahren einen Kulturpreis gewonnen und das hat uns ein bisschen zusammen. Gebracht. Ja, aber dann habt ihr ja noch viel Geld vom Kulturpreis. Der Kulturpreis war ja damals mit 20.000 Franken dotiert. Ich war mit dabei, als wir 1991 den Kulturpreis gegründet haben. Ja, heute und damals ist das nicht mehr so viel Geld. Wie viel ist das heute? Heute ist es 1.500. Nein, das ist ja nicht möglich. Die arme Stadt Zürse. Aber weißt du, ich kann euch beiden sagen, jetzt ändert alles. Jetzt haben wir eine Frauenmehrheit in der Regierung von Zürsee. Und jetzt diese Frauen werden aufstehen und für die Kunst einstehen. Sie werden alles subventionieren. Ja, da bin ich auch optimistisch. Ja, nicht nur Heidi, sondern auch die Stadtpräsidentin ist eine wunderbare Frau. Die ist geistreich und so weiter. Ja, wir müssen jetzt noch schauen. Wir haben jetzt ein kleiner Batzen, das ist vielleicht ein Fünftel für das ganze Projekt hier, das es abdeckt. Und wir haben jetzt noch eine Ganzgönnerschaft, wo Leute sich noch beteiligen können. Aber wir hoffen natürlich schon, dass vielleicht die Stadt noch ein bisschen mehr drauflegt. Man kann hier einen Batzen in die Kasse werfen, um das ganze Projekt noch zu unterstützen, wo wir die Kosten oder all den Aufwand noch bezahlen können, weil wir haben schon irrsinnig viel jetzt investiert. Ja, wir müssen natürlich schon jeden Rappen umdrehen, das ist so, wir leben praktisch mit dem Handy im Maul und das kommt jetzt gut. Also Jungs, in Zürsee weiß jeder, dass ich quasi Stier bin, aber ich habe noch 15 Franken hier, 3 Schnecken und ich hoffe, ihr teilt es dann ehrlich zusammen. Ja, gut. Herzliche Gratulation, das sieht super aus und sonst gehen wir dann. Das sind ja nicht nur 15 Lappen, ne? Ah ja gut, die 200er Note, aber die habe ich auch als Kurier. Ich gebe die auch gleich, die habe ich von Wetz. Das kriege ich immer für jedes Hörspiel, weißt du? Richtig geil. Ja, die meisten geben 50 oder mehr. Ja, es ist so, man darf natürlich nicht verpassen morgen. Morgen ist die ganz große Performance. Um 10 Uhr morgens geht's los. Geschätzte Damen und Herren, kommt in die Altstadt von Zürsee. Morgen um 10 Uhr geht das große Fest los mit diesen beiden wunderbaren Künstlern, Sven Stalder und Elias Zürcher, der gerade noch ein Telefon bekommt. Ciao zusammen, merci. Merci. Ciao zusammen.